Hi und herzlich willkommen zu Minecraft Folge 110 schon. Das heißt, das ist die letzte Folge, die wir hier verbringen müssen. Und ab der 111 dürfen wir dann wieder durchs Portal zurück. Aber wahrscheinlich werde ich das noch gar nicht machen, weil das ist ja immer noch nicht. Das ist ja echt immer noch alles. Aber wahrscheinlich werde ich das noch nicht machen. Ich muss bald die. Ich muss mich mal um den Tonbandmacher kümmern. Naja, wahrscheinlich werde ich das noch nicht machen, weil ich habe hier noch einiges zu tun und das will ich noch machen. Ich stelle mal kurz provisorisch das hier irgendwie ein, wie ich es mir gerade denke. Das mag ich nicht so gerne. Mache ich mal auf 45. Spieler sind ja ohnehin keine da. Außer ich selbst werde da eingerechnet. Ich weiß es nicht. Und Zombies können ziemlich laut sein. Ich stelle mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Und nicht zu leise, nicht zu laut. Für mich ist es jetzt fast schon ein bisschen zu leise, aber ich weiß ja nicht, wie es für euch ist. Also, es wird Nacht. Nö, leider nicht. Sonst können wir jetzt schlafen, weil ich habe das Bett jetzt versehentlich zerstört. Sollte ich noch gleich sterben, dann bin ich wieder im Hauptgebiet. Also ich darf diese 20 Minuten nicht sterben. Erst danach, denn dann ist das die Folge 111. Und ich denke, ich nehme heute auch diese ganzen Folgen auf. Also ich habe jetzt nicht vor, nur eine Folge aufzunehmen, weil ich habe in letzter Zeit einfach kaum Gelegenheit aufzunehmen. Wenn ich aufnehme, dann will ich einfach viel aufnehmen. Und ich freue mich auch immer darauf, wenn ich aufnehmen kann. Dann müssen wir uns noch darum kümmern, dass das auch anders steht, weil hier kann es ja schlecht stehen bleiben. Aber dafür brauchen wir doch natürlich erstmal einen Keller und so. Haben wir noch nicht, also können wir da auch kein Portal unterbringen. Texture Packs haben wir noch keins. Also Texture Pack haben wir noch keins für die 1.7. Also Resource Pack. Nö, alle 1.6. Habe ich mich jetzt auch nicht drum gekümmert, also. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm, dass das jetzt 1.6, dass das jetzt die Standardtexturen sind. Wenn doch, tja, Pech. Das wäre Schwachsinn, jetzt so irgendwie wegzulaufen. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal ein bisschen in Höhlen gehen. Ich glaube, ich war Ende letzter Folge nochmal in Höhlen. Oh, das weiß ich schon gar nicht mehr, das ist zu lange her. Ich habe die Folge nur hochgeladen, also gestern hochgeladen oder vorgestern. Aber ich habe mir gemerkt, was da passiert ist, habe ich überhaupt nicht. Schalten am Maschine mal aus. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Sollte man natürlich ausmachen, wenn man aufnimmt. Ja, wie es aussieht, haben wir nur diese eine Kiste. Ich dachte, ich hätte mehr. Das heißt, erstmal brauchen wir Platz im Inventar. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Da haben wir ja noch 5. Echt schön, diese kleine Hütte hier. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die sehe. Dann machen wir eine neue Spitzhacke. Oh, direkt zwei Achievements. Finde ich gut gemacht, wie das Achievement-System jetzt verändert wurde. Sieht besser aus, auf jeden Fall.
funktioniert auch besser, da die Achievements ja schon mal gespeichert werden. Schaufel haben wir jetzt keine. Naja. Ich nehme eh meistens nicht keine Schaufel mit. Ich denke irgendwie nie dran, die Schaufel zu verwenden. Ich finde, Erde und so braucht eh nicht so lange abzubauen. Von daher, was soll's. Dann hatten wir irgendwo einen Höhleneingang. Da waren wir schon mehrere Male. Aber ich habe natürlich wieder keine Ahnung, wo das war. Da auf der anderen Seite. Ich meine, ich habe es mit der Fackel markiert. Fragt sich nur, wo die Fackel ist. Ist jetzt blöd. Nichts zu essen. Nee, das ist mir zu riskant. Ich will nicht da in Höhlen gehen, wenn ich nichts zu essen habe. Also, doch keine Höhle fürs Erste. Nun haben wir schon 6 Minuten verplempert und dabei noch gar nichts gemacht. Und so ein bisschen auf eine Höhle vorbereitet, in die wir jetzt nicht reingehen. Erstens, weil wir es nicht finden. Zweitens, weil wir nichts zu essen haben. Super. Echt toll. Noch ein paar Samen haben wir. Ist da hinten was gewachsen? Ja, ein Weizen. Ne, zwei. Wow, das gibt schon ein ganzes Brot. Ich bin sprachlos. Nee, scheinbar nicht, sonst würde ich ja nicht reden. Egal. Ich rede sogar ein bisschen viel im Moment. Wenn man sich da mal meine ersten Folgen anschaut von Let's Play, so die ersten 50 eher, da bin ich still wie sonst was. Also, da rede ich wirklich gar nicht. So, gerade war ein Anruf, falls ich jetzt geschnitten habe. Ich weiß nicht, ob ich das schneiden werde oder ob ich es einfach drin lassen werde. Aber ich glaube, es war zu laut. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Wurde die Sicht unter Wasser auch verändert? Ja, man sieht die Wasseroberfläche nicht mehr. Das finde ich irgendwie blöd. Das wirkt so seltsam. Also, ich bin kein Fan davon. Also, für mich ist das ja alles, wie schon mal gesagt, neu. Weil, ja, sonst habe ich mich immer alles informiert. War immer komplett up to date. Nichts war für mich mal was Besonderes, weil ich einfach alles kannte. Und mich interessiert mein Kopf nicht mehr so sehr. Auch die Versionsänderungen nicht mehr. Und deshalb lasse ich es einfach immer auf mich zukommen. Und was aber dann rauskommt, ist, dass ich dann halt mal bei jeder Kleinigkeit total überrascht bin. Wie, das wurde geändert? Dass es keine Rosen mehr gibt, das wusste ich schon. Die heißen jetzt Poppy, was ich persönlich ziemlich bescheuert finde. Ja. Ich schlachte mal ein paar Kühe ab, weil ich sehe gerade noch richtig viele. Noch habe ich Energie, also noch kann ich runterspringen. So, da wir auf Easy spielen, sollte meine Energie jetzt nicht mehr sinken. Ja, genau. Auf Easy ist es, glaube ich, immer so, dass wenn man Hunger hat, die Energie bis zur Hälfte sinkt. Auf Normal so, dass sie bis zu einem halben Herz runtersinkt und auf Schwer so, dass man verhungert, also wirklich daran stirbt. Die meisten wissen gar nicht, dass man überhaupt nicht stirbt, wenn man verhungert. Die meisten sagen dann immer, oh nein, ich sterbe, gib mir was zu essen, wenn man auf irgendeinem Server ist. Während ich zum Beispiel in meiner Singleplayer-Welt Lollipop am Anfang immer aus Essensmangel Absicht, also um mir quasi einen Essensvorrat anschaffen zu können, um irgendwann mal nie wieder Essenssorgen haben zu müssen, habe ich da wochenlang wirklich nie was gegessen, nur wenn es wirklich nötig war.
Da bin ich wirklich immer so rumgelaufen wie jetzt. Und nur dann, wenn ich mal in Höhle musste, habe ich ein bisschen Essen mitgenommen für den Fall, dass ich mal dem Tod nahe bin. So, die ersten Monster kommen. Da haben wir uns ja noch rechtzeitig auf den Rückweg gemacht. Ich habe übrigens eine Mod entdeckt, die wollte ich unbedingt drauf machen, habe ich jetzt natürlich vergessen. Aber kann ich mich ja noch demnächst drum kümmern. Das ist eine rein grafische Mod, die verändert lediglich das Aussehen ein wenig. Und zwar ist Minecraft ja, hat Minecraft einige Sachen bis heute nicht schöner gemacht. Zum Beispiel, wenn man jetzt. Dafür bräuchte ich, glaube ich, eine Tür. Ja, also eine. Nee, eine Leiter. Habe ich nicht. Super. Dann. Woran kann ich sowas noch zeigen? An der Burg, glaube ich. Wieso habe ich eine Blume in der Kiste? Diese Blume ist ja hier quasi so, dass die einfach aus zwei hauchdünnen Streifen besteht. Und das, je nachdem, wie man drauf schaut, sieht das echt komisch aus. Weil die quasi aus nichts besteht. Das ist so einfach nur so ein winziger Strich. Und diese Mod macht halt alles etwas dicker. Das heißt, es ist dann hier. Das sieht dann hier deutlich dicker aus. Die einzelnen Dinger. Das sind keine hauchdünnen Linien, sondern wirklich ganze Stücke. Oder auch Leitern, die sind dann von der Seite nicht unsichtbar, sondern haben so eine kleine Figur. Moment. Eigentlich will ich ja nicht cheaten, aber. Ja, sieht man nicht von der Seite. Wenn die dann mit dieser Mod da dieses ganze Ding ausfüllen, diese ganze Form. Und es sieht halt deutlich besser aus. Ich weiß aber noch nicht, ob die Mod schon für die 1.7 verfügbar ist. Hatte ich zu dem Zeitpunkt vergessen nachzuschauen. Und ich weiß nicht, ob ich die Mod installiert bekomme, weil dafür braucht man auch Forge. Dann kann ich überhaupt nicht hingehen, glaube ich. Ich habe es einmal installiert bekommen. Naja. So, dann mache ich mir noch ein Schwert. Time to strike. Und nehmen wir noch eine Werkbank mit. Die können wir, glaube ich, gebrauchen. Wir haben ja eh genug. Wäre jetzt Schwachsinn, noch eine vierte zu machen, wenn wir in der Höhle sind. Naja. Nach viel Gelaber und Rumgelaufe können wir jetzt endlich versuchen, in die Höhle zu kommen. Sofern wir denn den Eingang finden. Das war ja schon eben das Problem. Wäre es jetzt Nacht, dann können wir das sehen, weil wie gesagt, da ist eine Fackel dran. Ich habe natürlich vollkommen vergessen, wo das war. Ich glaube, es war viel weiter da hinten irgendwie. Aber kann ja auch nicht schaden, ein Stück hier lang zu gehen. Frag mich, wo genau wir hier überall schon waren. Weil meistens habe ich ja wirklich nur eine Linie generiert. Ich bin also immer einfach nur geradeaus gelaufen. Und ich meine, ich war quer durch diese Wüste, so in dieser Richtung ungefähr. Ah, da ist die Fackel. Ich war wirklich so weit weg. Das heißt, was ich sagen will, im Grunde müsste es schon reichen, ein paar Blöcke zur Seite zu gehen, wo wir noch nicht waren. Und schon würden dort neue Chunks generiert werden. Und ich glaube, das probiere ich auch einfach mal aus. Ich laufe einfach mal ein bisschen hier lang und schaue, ob wir in einem neuen Biom landen. Wäre jedenfalls cool. Ist das da schon ein neues Biom? Die Baumfarbe sieht irgendwie seltsam aus. Aber ich glaube nicht, dass das schon neues ist. Wir sind schon wieder fast am Verhungern.
dir kaum gelaufen. Das ist irgendwie blöd. Naja. Nee, das ist noch ein normaler Wald. Wieso wird das da hinten dunkel? Komisch. Naja, wir können dann immer mal uns hinsetzen und Biome erkunden gehen. Bist du. Ach, scheiße. Okay, dann können wir uns hier schon mal darauf vorbereiten, also in die Höhle zu gehen. Ich denke, wir gehen dann einfach in die hier. Ein Stack Fackeln. Keine Kohle mehr. Müssen es nochmal hier besorgen. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ich würde sagen, wir können versuchen, eine Art Wash zu machen. Also so einfach nur schnell zu machen. Mit dem Ziel, einfach nur tief zu kommen. Einfach nur schnell und einfach nur tief zu laufen. Aber außerdem, aber gleichzeitig will ich auch versuchen, möglichst viel hier einzusammeln. Also ich ignoriere jetzt nicht alles, nur weil ich tief kommen will. Wir können ja noch mehrere Folgen lang aufnehmen. Habe ich auch vor, das Display wird noch lange nicht enden. Ich habe mir nie ein Limit an Folgen gesetzt, also das wäre ein bisschen bescheuert, dass man irgendwie sagen würde, ja, ich nehme 100 Folgen Minecraft-Let's Play auf und danach nie wieder. Scheißegal, wie weit ich bin. Scheißegal, wie viel Spaß es mir gemacht hat. Dann höre ich auf. Finde ich eine seltsame Einstellung. Das hier mache ich übrigens eigentlich ganz gerne, diese Taktik, dass ich einfach durchlaufe und irgendwie ausleuchte. Höhen sind meistens eh so groß, dass sich alles irgendwann kreuzt. Man findet also immer wieder irgendwann einen Ort, wo man schon war. Verlaufen tut man sich also nicht so leicht. Und außerdem senkt man die Monster-Spawn-Rate sehr stark. Wow. So, dann gehen wir mal hier lang. Früher hatte ich das immer so gemacht, wenn ich eine Höhle gefunden habe, dann habe ich die erkundet. Und zwar komplett und komplett ausgeleuchtet. Wow! Okay, das hat mich gerade erschreckt. Ich habe mich erschrocken, so. ja, also wie gesagt, früher habe ich das immer so gemacht, habe ich auch am Anfang des Let's Plays so gemacht. Aber im Laufe der Zeit habe ich mich irgendwie stark geändert, was das angeht. Ich lege irgendwie kaum noch so einen großen Wert auf Leben ausleuchten. Früher hatte ich das total gemacht. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen auszuleuchten. Aber wenn es nicht so gut klappt, ist es halt so. Tschüss. Das zum Thema, ich brauche meistens keine Schaufel. Das sage ich mir immer, und wenn ich dann vor dem Kies stehe, denke ich mir, scheiße, wieso hast du keine Schaufel? Boah, ist die Höhle riesig. Ach nee, Hexen spawnen ja jetzt normal. Also auch ohne, dass man
bei Hexenhütten ist. Ich finde es total scheiße. Weil Hexen sind total stark. Genau deshalb. Genau deshalb. Mistviecher. Scheiße. Durch Hexen kann jetzt echt leicht sterben. Man braucht nur vergiftet zu sein und dann noch einmal getroffen zu werden. Alter, wie lange? Eine Minute war das oder was? Eine halbe, gut. Die sind viel zu overpowered. Vor allem, die können ja auch Tränke des Schadens werfen. Und wenn die auch nur zwei Tränke werfen und es dann in der Reihenfolge Gift und Schaden, dann ist man tot. Ich glaube, ich mache die Folge etwas länger, oder? Nee, mache ich nicht. Hier ist jetzt eine gute Möglichkeit, die Folge zu beenden. Von daher mache ich das jetzt. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge, die ich jetzt direkt mit aufnehme. Genau wie wahrscheinlich noch eine und noch eine, je nachdem, wie lange ich kann. Also irgendwann macht halt meine Stimme nicht mehr mit. Im Prinzip könnte ich jetzt stundenlang aufnehmen, wenn es von der Zeit her geht. Aber das ist ja nicht so wichtig für euch. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.